So. Gut, dann schauen wir mal an. Wir brauchen bei Bloodcat ein Bein erstmal. Ein neues linkes Bein muss ausgetauscht werden. Vielleicht, warte mal, das ist die falsche Ecke, oder? Hier müssen wir das machen. Nee, brauchen wir da neues, brauchen wir da wieder einen neuen Tisch für? Ah, da ist die Raffinerie. Hm, okay. Oder geht das hier? Nee, hä? Die Putzroboter müssten überall sauber machen normalerweise. Ach nee, hier war das, ne? Ja, Implant, ach, Parts und so weiter. Okay. Yes. Okay, alles klar. Dann müssen wir jetzt hier nochmal ein bisschen gucken. Warte mal, was? That holds all equipment need to make a very replacement parts. Das brauchen wir. Regale haben wir hier. Ist schon wieder so wenig Platz hier. Sind doch nur ein oder zwei Tiere, von denen soll das passen noch. Ja, naja. Warte mal, wir haben jetzt nichts mehr zu beißen. Kann uns da mal. Wie geht's denn Paul eigentlich? Uff, da ist ja wieder nichts behandelt, ha? Ah, Zwergenliebhaber ist schon auf dem Weg. Aber wie schaut's denn generell aus? 51 auf 51, knappe Nummer, du. Löschschaum forschen wir auch mal. Genau deswegen. Paul zündet alles an. Nein! Glaubenskrise bei Bex. Der Geist von Bexos wurde gebrochen. Das Ergebnis davon ist, dass sie jetzt erst einmal alles in Frage stellt. Der Glaube von Bexos an Anhänger des Zwergismus wurde auf 12 reduziert. Schlechte Laune. Mist. Paul, leg dich jetzt hin, bitte. Das ist echt blöd, ne, wenn die dann immer durchdrehen. Paul legt es aber auch echt drauf an hier. Ne? 57 auf 56 wird jetzt ganz großartig. Wir müssen auf Paul jetzt echt ein bisschen aufpassen gerade. Na, okay, Zwergenliebhaber ist eh betrunken, da geht gerade eh nichts. Wie ist die Behandlungsqualität gewesen? Wissen wir nicht, oder? Hm. Linke Lunge ist zerstört. Ja, gut. Linke Lunge, Nieren. Wir brauchen so viel Zeug. Warte mal, Speck, du wolltest doch hier eigentlich... Ja, mach mal weiter. Handelsschiff ist in der Nähe eingetroffen. Schicken wir mal Sumless hin. Wir müssen jetzt hier ein bisschen dabei bleiben. Okay. Lass uns mal ein paar Wags verkaufen. So viele einfach. Esel will ich jetzt gerade keine kaufen, weil die bringen ja wieder nix. Hier haben wir Welpen. Lass uns mal die Welpen raushauen. Wir haben eh so viele davon. Junge Wags können wir auch mal hier verkaufen. Weibchen, dann lassen wir das mal so. So. Die Faultiere haben wir auch schon sehr, sehr viele tatsächlich. Aber da kriegen wir schon ein bisschen Geld, ne? Hennen passt so. Paul packt das, wir glauben nicht. Ja, das wäre mega gut, ne? So, Glitzerweltmedizin, fortschrittliche Bauteile. Bauteile generell. Ich nehme sie mal. Mal gucken, ob wir so viele nehmen. Plastalhammer 300, das passt. Ein rudimentärer Lungenersatz. Nee, den können wir selber machen. Entgiftungsmagen. Okay. Die haben Skulpturen am Start. Aber leider kein Gewebe von dem, was wir brauchen, ne? Schade. Ich weiß nicht, ob das erfüllt, Blackwing, aber ich glaube tatsächlich schon, wenn es hochwertige Sachen sind.
Und die einfachen Sachen haben ja sogar mal, also sind 10% schlechter als die echten. Ja? Nur die bionischen Sachen, die sind besser. Wir akzeptieren. Das Wichtige ist hauptsächlich die 23 Teilchen hier, die nehme ich auf jeden Fall. Können wir mal hier, warte mal, Mick zum Beispiel, den lassen wir mal schmelzen. Vielleicht organisiert er sich nämlich hier ein paar Sachen, die hier rumliegen, und schmelzt die dann ein. Weil wir haben ja eigentlich bei Metallschrott oder Waffen einschmelzen gesagt, dass die übel bis normal wegschmelzen sollen. So, Zwergenliebhaber, wie schaut's bei dir aus? Das ist eine knappe Kiste schon wieder. Okay. Da war noch Plasal, ja, aber so, das habe ich gerade gesagt, wir brauchen das gerade im Moment nicht so dringend. Wir haben noch 300 davon grob. Das geht schon mal im Moment. Wo ist Hansa gerade? Entspannt mit anderen, allein. So, wie geht's Paul gerade? Okay. Was habe ich heute und beim letzten Stream verpasst? Relativ viel. Da ist viel passiert. Im Zweifel ist VOD anschauen. So, tolle Kolonie. Paul schwer verletzt und der Arzt, der ihn retten soll, ist betrunken. So wie immer. Es ist wie immer. Machen wir forschungstechnisch, machen wir ein bisschen Grundlage hier. Wir sind knapp drüber, ne? Kann jetzt behandelt werden, ich schicke Zwergenliebhaber. Ist schon auf dem Weg. Okay, sehr gut. Hat er ihn beleidigt gerade? Paul beleidigte den Beziehungsstatus von Zwergenliebhaber. wird vom besten Arzt der Kolonie verhandelt, ja? Und beleidigt ihn erstmal im Krankenbett nochmal so richtig. Da gibt's ihm so richtig, weißt du? Ja, und wie geht's Ihnen so? Lecken Sie mich am Arsch! Ich glaube, Paul gibt alles, ne? Um gesund zu werden. Ich sehe das kommen. Das ist großartig. Deswegen nur 55% Qualität. Ja, naja, gut, vielleicht war das die Rache, ne? Aber alles über 50 ist gut. Wir sind 1% drüber, einmal gute Behandlung noch und dann haben wir's. Also dann klappt das auch. Ist das Bedürfnis hier gerade? Er ist doch heftige Schmerzen. Ja, naja, gut. Wir könnten ihn natürlich auch betäuben, ne? Das wäre natürlich auch noch eine. Ja, die Nieren sind halt im Eimer. Die Niere bräuchten unbedingt eine neue, ja? Dass die Niere so kaputt ist, ist mir halt ein Rätsel. Als Arzt muss man das abkönnen. Vielleicht ist das so. So, Überlebensration haben wir auch geforscht. Wie gesagt, ich mache jetzt so Stück für Stück die ganzen Sprengfallen und das alles. Wir müssen hier oben noch hier fertig wieder zubauen. Hier haben sie ja komplett demoliert. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Dreierwände nicht so einfach durchgehen. Was? Was ist hier passiert? Liegen einfach ein paar Tote rum. Blitzsturm. Warum? Königlicher Tributeintreiber. Warum? So, Bloodcat, mach mal bitte hier nochmal ein bisschen die Entsorgung. Feuer! Was? Medizinischer Notfall! Jo, in einer Stunde. Wir bleiben dran, damit Zwergenliebhaber gleich kommen kann. Wo ist der gerade? Hier hinten und betet.
ab dafür. Das muss jetzt gut klappen. Wir sind eh nicht gut dabei, aber eine schlechte Behandlung kann das Ende von Paul heißen. 70%, ey, gute Sache. Das könnte tatsächlich hinhauen. Paul muss fit werden. Oh, 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 oh. 98? Ist schon wieder so knapp, ne? 99? Puh. Oh, da musste ich jetzt gerade Luft anhalten, nur. Okay. Pass auf, wir machen unsere Krankenstation hier oben hin. Dann können die nämlich, wenn die getragen kommen, müssen die nicht durch die Base hier laufen und hier hinten irgendwo hin, sondern wir bauen die direkt hier oben rein. Das bedeutet, wir graben jetzt hier auf. Machen hier auch nochmal einen neuen Zugang her. Wobei, das lassen wir mal, das mache ich anders. Und buddeln hier schon mal so ein bisschen auf. Da machen wir dann einzelne Zimmer hier rein, wo dann jeweils die Betten drin stehen. Das wird toll. Ja, hier oben könnten wir es auch noch machen, dass wir hier nochmal eine hinbauen. Aber das ist mir dann von der Verpflegung her zu weit. So kommen die von hier und gehen dann quasi im besten Falle entweder über die Kolonie hier hoch oder außenrum hier rein und gehen dann dahin. Das müssen wir im Übrigen auch noch ausgraben. So. Und dann nehmen die sich das Zeug, gehen hier hoch und verpflegen den hier oben zum Beispiel. Und die Krankenstation kriegt dann hier draußen eigene Lager nochmal für Kräutermedizin, damit die auch gelagert ist. Hier direkt auch nebendran, damit das nicht so weit ist. Und nochmal einen Kühlschrank für Verpflegung gibt es hier oben auch, damit Essen nochmal da oben auch zwischengebunkert werden kann, damit die Verpflegung von den Kranken im Zweifel auch sichergestellt ist. Brennt das dann eben an? Ja, ein bisschen. So. Kannst du einen Kühlschrank hinbauen? Ja, genau, das meine ich ja. Also einen Kühlschrank meinte ich mit Kühlschrank. Unter Umständen. Auch neben den Zellen. Das wäre halt auch noch so eine Überlegung, dass wir sagen, dass wir hier vielleicht noch einen Kühlschrank reinbauen mit Kräutermedizin, damit hier die Wege... Ich wollte gerade sagen, hat Paul gerade fast vielleicht unter Umständen hier drin... Er wollte, glaube ich, hier sauber machen. Aber irgendwie geht keiner so gerne in die Gefangenenzellen rein. Wenn ich das abreiß, was passiert dann? Farbige Beleuchtung, machen wir auch mal. Dann muss er doch eigentlich jetzt rüber transportiert werden, oder? Ja. Gut. Dann machen wir Esel hier rüber. Kann ich da den Besitzer nicht wählen? Nee, ne? Schlaf... Was ist das hier? Ein Schlafbeschleuniger. Bei wem probieren wir das mal aus? Bei Savansky könnte man das doch mal ausprobieren, oder? Moment. 5 Bauteile kostet das Ding. Na, da können sie auch normal schlafen. So geht's nicht. So, machen wir hier Forschungsmenü. Wie gesagt, wir forschen gerade super viel Zeug auch hintereinander, damit wir hier mal die Tech-Level durchkriegen. Kaum noch essen, ja. Da kümmert sich Savansky jetzt drum. 25 Essen haben wir noch. Das ist okay. Was hat Savansky? Asthma. Meine Besprechung ist fertig, der Mad Guy. Erstmal willkommen jetzt komplett hier.
Dann die Marmorwand legen wir hier weiter. Wo ist Hansa gerade unterwegs? Ach, guck mal, hier wurde auch sauber gemacht tatsächlich mal. Und die haben eine Klimaanlage tatsächlich auch. Schön. Geht da bitte nicht hin. Gut. Weil dann wird der Raum nämlich auch ein bisschen gekühlt. Gut. Okay, dann kriegen wir das jetzt mit unseren versehentlich Ablebenden, kriegen wir auch noch hin. Vielleicht. Bloodkid kümmert sich mal gerade darum, weil hier liegen ein paar Leute rum, das müssen wir lösen. Wow, Zeilchen! Ja, wir haben schon ein paar Angriffe durchbekommen. Paul wäre uns einmal kurz gestorben, also beinahe. Ja, da läuft so. So. Aber alles in allem sind wir ganz gut unterwegs. Maruko hat einen Hitschlag, bei 44 Grad kein Wunder. Hansa, kümmere dich mal bitte um die Kühlungsgeschichte, damit wir die Base auch ein bisschen runterkühlen im Sommer. Und können wir nicht Maruko sagen, er soll sich diesen Baubereich hier nochmal genauer anschauen? Okay. Und Mick dürfte dann hier nochmal ein bisschen einschmelzen. Da kriegen wir dann ein paar schöne Sachen wieder. Ich glaube, die Roboter haben nochmal einen eigenen Mod. Diese Dinger, diese Putzroboter. Aber da bin ich mir nicht sicher. Weil wir können die, glaube ich, an einer der Werkbänke auch bauen. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Ich meine, ich habe die gesehen gehabt, dass die irgendwo baubar sind. Ich glaube immer, hier können wir jetzt auch ein Cembalo herstellen. So, nächste Forschung ist durch. Klavier. Dann können wir bald alles machen. Wir haben ja oben hier das Drogenlabor. Da können wir auch mehr machen, ne? Da haben wir jetzt zum Beispiel Muntermacher könnten wir jetzt hier herstellen. Mit zwei Neutramin könnte man das machen. Und das ist ein Aufputschmittel. Kann aber das süchtig machen. Ah, schwierig, oder? Da kann er schon Öselzwerge, ja, uns mal so ein Klavier spielen. Am Cembalo, ja. Wird schön. So, Strukturen. Autotür aus Marmor. Bauen wir mal hier hin. Die tauschen wir dann auch wieder aus. Hier haben wir Autotüren schon in Arbeit. Das läuft. Technisch gesehen bald. Endlich mal ein richtig normaler Sommer, wo wir auch was zu essen holen können. Sawanski, gute Nacht dir. Schlaf gut. Stil hätte es, ja, so einen Kühlschrank hier reinzustellen. Wir wollten die Lampe sowieso demontieren. Und hier eine Walllight hinbauen. Darklight. Nee, pass auf, machen wir hier Walllights hin. Die machen wir auch weg. Gibt's hier jetzt auch wieder welche? Diese Wände aus Holz brauchen wir nicht mehr. Die reiße ich jetzt wieder ab und mache das mit Marmor, weil das scheint jetzt wohl wendetechnisch im gleichen Raumkonstrukt automatisch die Temperatur aufzuteilen. Ist eine Party gerade im Gange. Zwergliebhaber schmeißt eine Party. Ja, und alles ist dunkel.
Schick mal Hansa los. Sonnenfinsternis. Na toll, Hansa baut die Lampe fertig in dem Moment, ja. Okay. So. Ach, Nidram, die sollen sich reinziehen, was sie wollen, ja. Das macht die Sache nur spannend. Medikamente haben wir jetzt auch ein bisschen. Ach, guck mal, jetzt haben wir das Ding. Hier, können wir jetzt ein Bein bauen. Hydraulisches Bein. Das ist ja super billig. Machen wir mal bis immer eins auf Halde. Light Sensor, Heatsink, Coolant Pump, Battery Pack. Okay, das ist schon wahnsinnig gut alles so, ne? Aber das Hearing-Sensor, kann der hören und sehen schon, oder? Aber der hat doch keinen Daumen. Wie kriege ich da jetzt einen Daumen hin? Brauche ich einen Arm neuen? Powerkonverter, Bioreaktor. Make an Upgrade Kit. Ich bin mir jetzt nicht sicher, Chat. Warum fehlt mir schon wieder was? Das sind Dinge passiert. Bruteintreiber ist mal wieder da. Pass auf, wir machen jetzt einfach einen hydraulischen Arm. Das ist ja jetzt nicht so teuer, oder? Lass mal auch immer einen auf Halde. Nur für den Fall. Ja, drei Bauteile. Das geht mal schon mal aus für so einen Teil. Aber warte mal. Replacement brauchen wir, oder? Replacement. Ist das billiger? Nö, ja, ist ein bisschen billiger. Aber das ist, glaube ich, nur der Ersatz dann, ne? Ich glaube, wir probieren das erstmal so aus. Eine Lunge und Niere für mich bitte. Sobald wir können, ja. Jeder kriegt seine Bedarfssachen tatsächlich, sobald wir können. So, Sumless, weiter geht's. Paul kümmert sich hier gerade um den Aufräumen, Arbeiten, Gedöns. Dann machen wir hier Strukturen, Autotüren. Verrücktes Alpaka? Oh no! Brrr. Wen haben wir hier? Maruko ist hier unten. Was denn jetzt? Ach, hier oben gerade. Ein Herz für Junge. Schauen wir uns dann an. Hahn ist. Die haben unseren Hahn abgeballert! Na toll. So. Ey, wir müssen nur so viel reparieren hier oben. Hast du noch einen Hahn? Ich glaube ja, tatsächlich. Ja.
Sommer, Sonnenfinsternis ist vorbei, sehr gut. Wir hatten Hitzschlag, Maruko. Ja, da muss sie die Tierchen versorgen. Gibt's viel zu tun gerade wieder, ha? Wieder mega viele Küken, ohne Scheiß. Ja, Küken haben wir wieder ohne Ende. Na gut. Wir sind auf Jade gestoßen. Schön. Lass uns mal Wildtiere noch ein paar jagen. Einfach auch für unser Nahrungsmittelreservoir. Ein paar Waschbären noch. Dann sollten wir jetzt erstmal wieder genug auch an Stoffen haben. Moment, 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 Moment! Holy moly! Erschütterungskanone. Die kommen! Alarm! Alle Mann zurück! Ach du Schande. Kommen wir alle rein. Zwergenliebhaber ist ein bisschen spät dran, aber kriegen wir hin. Oha. Zwergenliebhaber. Wir linksseitig machen wir unsere Prioritäten. Speck muss da hingehen. Lou ist auch da. Da kommt Zwergenliebhaber noch rein. Wohin gehen die? Bloodcat kommt hier noch. Sind langsam. No! Okay. Chat, wir haben ein Problem. Wir können unsere Verteidigungslinie nicht aufrechterhalten. Oh, schade. Luca wird zum Berserker. Danke. Rette Luca. Der Rest muss mit. Wir müssen hier irgendwie, keine Ahnung, die Stellung halten. Ich weiß es nicht. Naja, von der anderen Seite bringt uns nichts. Wir sind, das ist hier eine Todeszone, wenn die alle schießen. Wie geht's Luca gerade? Ey, Luca macht's nicht mehr lang, Chat. Schick mal Zwergenliebhaber zum Versorgen von Luca. Ist er schon dran? Okay, wir bauen uns jetzt hier mal ganz kurz auf. Sobald die hier rauskommen, versuchen wir das zu tun, was wir können. Wie geht's Luca gerade?
Zwei sind down. Aber der Hauptanteil kommt hier noch. Okay, immer schön locker bleiben. Immer schön locker bleiben, Chat. Wie weit ist Luca gerade von der Behandlung her? Ist durch. Hat aber ordentlich Blut verloren. Oh, Husky, bleib hier! Okay, alles klar. Dann jetzt Hunde vorschicken. Oder generell Wags und Tiere und so weiter ran an die Buletten. Okay, dann Hansa geht hier hin. Mick bleibt da. Bloodcat versucht sich bis hier vor durchzuschlagen. Paul bis hier. Mick versucht in die Türklappe reinzugehen. Ich glaube, wir haben es. Thank you.